5.000, 6.000 Euro Rente. Dann bekommen Sie ja bestimmt 5.000, 5 bis 10. Ja. 995. Können Sie sagen, wie Sie davon leben können? Muss ich das beantworten? Wie viel Rente bekommen Sie denn? Ich bekomme 600. 600 Euro und Sie? 700. Ich bekomme wahrscheinlich mit Betriebsrente 5.000, 6.000 Euro Rente. Also ich habe 47 Jahre gearbeitet und hatte 995 Euro. Oh, Rente? Ja. Bei mir, ich kriege 506 Euro, 28 Jahre gearbeitet. 526 Euro? Ja. Bei wie viel Jahre Arbeit? 28 Jahre. Boah. Letztes Jahr Rente gegangen. Boah. Und warum nur so wenig? Weil wir haben 2100 DM damals, gesetzliche Gehalt, und dann von Eurowechsel 1100. Ah. Und dann kriege ich 800 oder so. Boah. Darüber schweige ich. Einige haben so gesagt, 4.000, so 3.000, 4.000 die Richtung. Ein bisschen mehr ist es noch. Weil bei mir da eine Versorgungsrente von meiner Standesversorgung eingeführt wurde. Und da kriege ich jetzt etwa das Dreifache. Das Dreifache? Ja. Und wie schafft man das denn? Das hat ein Rentenberater mir vor 30, 40 Jahren schon gesagt. Gehen Sie raus aus der BFA. Das ist bekannt, weil die BFA-Renten aus den im Vormonat gezahlten Beiträgen finanziert werden. Und meine Rente, die große Rente, die ist anlagefinanziert. Das ist ja stark. Das ist ein uralter Hut. Ein uralter Hut ist das. Ich habe noch immer mal Geld angelegt, als ich noch arbeitete, weil mir damals schon klar war, ich werde eines Tages alt sein und nicht mehr arbeiten können. Ja. Und daraus kriege ich jetzt auch noch ein paar Renten. Wow, dann bekommen Sie ja bestimmt 5.000, 5 bis 10. Ja, ja, wow. Weil ich mir das vor 30, 40 Jahren überlegt habe. Und wie kommt es, dass es jetzt nur 600 Euro sind? Weil das eine zusätzliche Sache ist zu einer Lebensversicherung. Ah, das heißt, ihr habt schon privat auch vorgesorgt? Ja. 5.000, 6.000 Euro Rente ist jetzt ja doch im Gegensatz zu den ein oder anderen, der schon im Video war, recht viel. Ja. Woraus resultiert das? Was haben Sie vielleicht auch früher gemacht? Wie lange haben Sie eingezahlt? Ich war 30 Jahre Bankdirektor und habe sehr viel Geld verdient. Und dann wahrscheinlich auch sehr viel Geld eingezahlt, nehme ich mal an. Ja, wir haben vor allen Dingen auch eine sehr gute Bankenbetriebsversorgung und ich kriege ungefähr 2.500, würde ich sagen, gesetzliche Rente und 2.600, 2.700 obendrauf als Betriebsrente. Das ist eben der Vorteil. Das heißt, Sie haben das für sich so gelöst, dass Sie Rente bekommen und auch noch ein bisschen was arbeiten? Also ich muss das Gott sei Dank nicht, weil mein Mann verstorben ist und ich auch noch Witwe bin, habe ich die Witwenrente. Aber durch die Witwenrente habe ich wieder zu viel Geld und somit muss ich Steuern bezahlen. Was ich ja alles schon in meiner Arbeitszeit versteuert habe, bezahle ich jetzt nochmal Steuern. Das ist ja blöd. Das ist nicht lustig. Jetzt stellt sich auch die Frage, ihr habt ja früher auch eingezahlt, beziehungsweise habt ihr auch Steuern gezahlt. Und jetzt gibt es ja auf die Rente nochmal Steuern. Wie steht ihr zu diesem Thema? Ich finde, das ist okay. Warum ist das okay? Alle zahlen Steuern und wir müssen alle ein bisschen was zu unserem Gemeinwohl beitragen. Sehr coole Antwort. Das ganze Thema, auch dieses Thema Doppelbesteuerung, ja? Haben Sie dazu eine Meinung? Ja, natürlich, keiner zahlt gern Steuern. Steuern müssen sein und besser Verdienende, was auch Rentner betrifft, sollten dann auch ihren Anteil leisten, solange das verhältnismäßig ist und keine Schlupflöcher gibt, die andere nutzen und man selber sozusagen als Rentenempfänger nicht. Na, weil wir hatten doch den einen oder anderen, der dann gesagt hat, naja, ich bezahle auf mein Gehalt Steuer und dann wird es nochmal von der Rente abgezogen, dann gibt es eine Erhöhung und dann ist die Erhöhung irgendwie nach Steuern für den einen oder anderen nur 50 Euro oder sowas. Und das ist halt so der Punkt, ja. Naja, Gott, ich meine, das ist ja wie mit Wertpapierbesitz, den müssen Sie trotzdem nochmal versteuern, trotzdem Sie den von Ihrem versteuerten Geld eben auch letztlich gekauft haben und die Frage ist eben, was für einen Bedarf natürlich auch der Staat hat und im Rahmen sozusagen der gesetzlichen Anforderungen, solange das maßvoll erscheint, bin ich auch gern bereit, Steuern zu zahlen. Früher gab es ja noch die BRD und die DDR und da war es ja häufig immer so, dass in der DDR jeder Arbeit hatte und gerade in der BRD, das heißt im Westen, hatten die Frauen ja nicht so viel Arbeit. Ja, und da bekommen wir jetzt auch viele in dem Video, die dann gerade die Rentnerinnen, die sagen, ey, ich bin total abhängig von meinem Mann, weil ich bekomme ganz wenig Rente, habe nur ganz wenig gearbeitet. Spüren Sie das auch oder haben Sie davon auch schon mal was gehört?
gehört habe ich davon. Das ist natürlich erstmal, denke ich, ein Problem der DDR gewesen, aber es ist genauso, vielleicht etwas abgemildert, auch ein Problem in der Bundesrepublik, weil meines Wissens haben ja die DDR-Frauen auch meistens gearbeitet. Und in der Bundesrepublik ist ja häufig, das hat sich natürlich in den letzten Jahrzehnten ein bisschen verändert, aber ist die Frau ja klassischerweise zu Hause gewesen. Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Und ich denke, viele Frauen, die dann letztlich getrennt sind, leben dann auch nachher an der Armutsgrenze. Das muss man wohl leider sagen. Den Unterschied zwischen der Rente bei Männern und bei Frauen, was denken Sie, woran liegt das, dass da so ein Unterschied da ist? Weil die Frauen Kinder bekommen und die Männer nicht. Und leider ist es ja in Deutschland immer noch so, dass die Männer die Frauen nicht während der Zeit irgendwie absichern. Es ist ja eigentlich ein Drama. Die Frauen sitzen zu Hause, kriegen eben, haben da ihren Mutterschutz oder so weiter. Natürlich das erste Jahr bleiben die Frauen zu Hause oder arbeiten dann eben auch nicht in den Berufen, in denen sie normalerweise arbeiten könnten ohne Kind. Das heißt, die Karriere ist für Jahre auf Eis gelegt und die Männer haben dadurch natürlich eine deutlich höhere Rente. Und das ist in Deutschland wirklich nach wie vor ein Unding. Wie ist so Ihre Meinung dazu, dass zum Beispiel Frauen mehr im Westen haben ja zum Beispiel dann weniger Rente? Was denken Sie grundsätzlich zu dem Ganzen? Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Meinung zu. Das ist mir doch zu kompliziert hier. Ja, da, wissen Sie, jetzt ist so, ich könnte natürlich wie in einer dummen Talkshow reden, jetzt, das wird ja laufend thematisiert, aber weil ich auch Feminist bin, ist es so, dass wir in einer patriarchalen Welt leben und die Frauen trotz jahrzehntelangen politischem Engagement, die Frauen einfach bewusst sogar für die gleiche Arbeit wesentlich weniger bekommen. Ja, also das liegt einfach am politischen System, sagen Sie. So ist es, am politisch-ökonomischen System. Und zwar auch, aber auch weltweit. Gell? Und haben Sie denn irgendwelche Forderungen an den Staat? An diesen Staat nicht, auch nicht an das System. Ne? Ja. Ich habe Forderungen an die Menschen, heute sind ja wahrscheinlich wieder 100.000 unterwegs. Ja. Auch nicht an die, weil die sind ja eigentlich ganz okay, sondern an die träge Masse. Schwarz-braun kann nicht die Alternative sein, das haben wir schon mal durchgemacht. Und Kasernensozialismus kann auch nicht die Alternative sein, aber es muss so sein. Die Menschen haben ja diese Welt, das politische System, das haben ja nicht Affen gemacht oder Kakadus, ja, sondern wir Menschen. Also haben wir es auch in der Hand. Natürlich ein bisschen schwieriger, weil es nur international geht. Ja, ja, so sieht es aus. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Dann vielen Dank für Ihre Zeit. Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr zu dem ganzen Thema denkt. Und bitte abonniert doch einmal den Kanal, wenn ihr noch mehr News dazu erfahren wollt. Und lasst doch ein Abo auch da und liked einfach. Bis dahin, alles Gute euch. Euer Benny und Unravel. Letzte Worte? Letzte Worte?